Also am ungeilsten aktuell finde ich einfach nur wegen der Farbe das hier. Mario Party 2 als ZIP. Oder als ZIP? Ja, als ZIP. Mit einer 90er Bewertung. Jetzt werden einige sagen, oh, das sieht doch von außen, das sehe ich doch da oben, sehe ich doch Schäden und so. Ja, aber wenn man genau guckt, das Manual und die Cartridge innen drin, die haben halt eine 95. Verkauft das Teil. Ja, weiß ich nicht, ob als RGS, ob es da überhaupt viel für geben würde. Aber ja, Mario Party 2 für den N64. Eigentlich ein geiles Teil. Ich habe auch noch Teil 1 und 3 hier. Müsste ich eigentlich auch mal graden lassen, aber man kommt nicht dazu, ne? Jetzt muss ich mal überlegen, wie mache ich denn hier die Ablage überhaupt? Das ist ja ganz schön voll. Ich lege das mal hier nach rechts. So, das würde ich sagen, ist das aktuell das Teil, was am ungeilsten ist. Erstmal von RGS wieder, dem deutschen Grader, Mystic Heroes für den GameCube, in einer 85 Silberbewertung. Der hat, man kann es auch sehen, hier. Boah, sieht man eigentlich im Licht gar nicht. Auf jeden Fall ist hier so ein bisschen die Lasche offen. Sieht man das? Jetzt sieht man das, ne? Da, diese Lasche. Die steht leider ein bisschen ab. MP3, einfach bester MP, was? Ja, klar, also ich kenne es aber hier. Mystic Heroes, hier steht das halt ein bisschen ab, deswegen leider nur eine 85. Aber das Geile ist, gestern kam ja VGA an. Jetzt habe ich das Ding nochmal in einem 85 Plus. In Japanisch. Und das Witzige ist, in Japanisch heißt es einfach Battle Hushin. Das war ein richtig geiles Multiplayer-Spiel für ein GameCube. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die PS Vita-Abteilung. Soul Sacrifice. An sich PS Vita nicht so beliebt, aber eine 95 plus. Das ist 1 unter 100, 1 unter perfekt. Ja, ein sehr, sehr geiles RPG. Wer noch eine PS Vita zu Hause hat, Leute, holt euch das Game, zockt das. Das wird Nico, glaube ich, sehr mögen. Dragon Ball 85 Plus für die PlayStation Vita in Deutsch. Sehr, sehr selten und sehr, sehr teuer, wenn ihr es kauft. Also auch ein geiles Teil, auch in Gold. Fühle ich sehr. Einer der besten Need for Speed-Teile. Auch für die PlayStation Vita. Fühle ich auch extrem. Das habe ich sehr viel gezockt damals im Unterricht. Das hat richtig Bock gemacht mit der PS Vita. Und dann leider mein schlecht bewertetes Game in der 80 Plus. Call of Duty ist auch das einzige Call of Duty, was ich habe. Ist, glaube ich, doch das einzige Call of Duty, was es für die PS Vita gab. Sehr selten auch. Das habe ich gekauft aus Polen und dann selber eingeschickt an den deutschen Grader RGS. Leider nur mal 80 Plus. Aber gut. So, Leute. Und was jetzt hier noch auf dem Tisch liegt, das sind alles nur noch Banger. Fangen wir an. Zelda, ey, dieses Scheißlicht. Zelda 85 Plus, Four Swords, Goldbewertung von 2004. Sehr geil. Das konnte man damals zu viert zocken, wenn jeder ein Game Boy Advance angeschlossen hatte. Damals mit diesem Game Boy Advance Anschluss für die GameCube. War sehr nice. Einer der besten Zeldas für ein 3DS. Auch sehr, sehr geil. Eine 90er Bewertung von 2015. Also noch gar nicht so alt. Hier haben wir eins, das ist ein bisschen älter, ist leider auch nur eine Silber. Von VGA. Zelda Twilight Princess, auch ein sehr, sehr geiles Zelda-Spiel. Überhaupt alle Zeldas, bis auf Skyward Sword, sind richtig, richtig gut. Wind Waker. Man munkelt ja, dass die beiden Teile auf die Switch kommen. In einem Doppelpack. Würde ich sehr, sehr fühlen. 85 plus leider auch nur, aber reicht ja für meine Sammlung. Das ist echt nur so, diese ganzen Zelda-Sachen sind nur für mich so zum Sammeln. Da brauche ich auch keine 95 plus Bewertung oder so.
Da bin ich zufrieden, wenn die einen Goldstatus haben und da ich sie habe in der Sammlung. Nächste Zelda, das kam gestern auch an, eine 95. Beim Switch-Teil jetzt auch nicht so schwierig, aber 95 ist schon mal gut, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Die Switch-Teile werden nicht oft so gut bewertet. Eine 95 schmeckt auf jeden Fall. Und jetzt kommt das absolute. Ja, das werde ich vielleicht mal spielen, ja. Nochmal Majora's Mask für ein N64. Die Limited Edition aus Japan mit dem Expansion Pack enthalten. Was ist das für eine Box? Leider Silber. Ist auch eine Silber geworden, leider. Ist keine SIP, wie jetzt manche vielleicht denken würden. Das wurde so verkauft in Japan ohne Seal und ist so wird das als OG neu bewertet. Ja, das waren die ganzen Zelda-Sachen. Der erste Luigi's Mansion-Teil für ein GameCube von 2001. Japanische Version, klar, aber nur 90, Leute. Das Ding ist 22 Jahre alt, hat eine 90er Bewertung. Das lag irgendwo 20 Jahre rum, dann habe ich es gekauft und zur VGA geschickt. Ja, ich habe eine Menge. Sammle ja auch schon ein bisschen was, ne? Nochmal so ein Banger, wie eben das Zelda. Donkey Kong 64 in der 90 Plus. Auch dieses mit Expansion Pack. Von 1999, Leute. Versteht ihr das? 1999. Da gibt's also 99. Wisst ihr, wie die Autos damals aussehen? 99. Absolut geil. Mit dem Zelda zusammen. Sehr, sehr geil. Ja, Donkey Kong ist Liebe. Donkey Kong ist richtig geil. Nochmal N64. Leider, leider, leider. Ich hatte mir mehr erhofft. Nur eine 85. Ist auch eine SIP-Bewertung. Ja, das Manual, das hätte ich vielleicht mir mal vorher anschauen sollen und vielleicht wechseln sollen. Das Manual, also die Anleitung, hat leider nur eine 80 bekommen. Deswegen ist insgesamt auch nur eine 85 geworden. Schade. Ja, das ist schade. Jetzt zeige ich euch ein paar Switch-Games. Im Schnelldurchlauf, weil die Switch-Games sind jetzt nicht so spannend, würde ich sagen. Einmal Super Mario 3D World für die Switch, 90 plus. Ist okay. Für die Sammlung nimmt man mit. Super Mario 3D All-Stars, auch 90 plus. Ja, die Bewertung ist gut, aber das sind halt Switch-Games, die kannst du jetzt noch so im Laden kaufen. Und da eine 90 zu bekommen, ist nicht so schwer. Also, wenn du ein bisschen selber Ahnung davon hast, ist es nicht so schwer, selber eine 90 zu bekommen bei einem Switch-Game, was du jetzt noch im Laden kaufen kannst. Oder überhaupt irgendeinem neuen Spiel, was du jetzt noch irgendwo bestellen oder kaufen kannst. Da wird schon schwieriger bei einer 95 Plus. 95 Plus, das ist schon schwieriger. Ja, klar, in ein paar Jahren, sagen wir mal so in 3 Jahren, wenn die Switch vorbei ist, dann die Verkäufe langsam abebben, dann willst du so eine 95 haben zu Hause. Das stimmt schon. Oder sowas will man dann haben. Pokémon Omega Rubin 95 plus. Eine Bewertung unter der 100. Also man könnte davon ausgehen, bei VGA ist es so, man kriegt nur noch 100, wenn drei Leute eine 100 geben. Es kann also sein, dass der erste und zweite eine 100 gegeben haben und der dritte eine 95 plus. Dann kriegst du eine 95 Plus. Ist übrigens auch die UK-Version von 2014, also First Print. Das schmeckt. So, und jetzt gibt es noch eine Spielereihe, die, wo ich sehr mit dem Herzen dranhänge. Und das ist Phantasy Star Online. Mein erstes Phantasy Star Online, weiß ich noch, war auf der GameCube. Das war auch gleichzeitig meine allererste VGA, die ich hatte. Das hier, das war meine allererste VGA. 90 plus Phantasy Star Online für den GameCube. Das war das allererste Action-Rollenspiel, was man zu viert online zocken konnte.
Mit dem GameCube online. Man hat ein LAN-Kabel eingeschlossen ans Modem von der GameCube und man konnte es einfach auf offiziellen Servern online mit 4 Leuten zocken. Einer der allerersten Online-Games für die Videospielbranche. So, und dann habe ich da auch direkt noch den dritten Teil, der kam auch gestern. In der 90. Japanische Version. Ich überlege schon, ob ich mir vielleicht nochmal eine englische oder deutsche Version hole. Und Leute, die Dinger, die sind 20 Jahre alt, ne? Das kam im gleichen Jahr raus wie Episode 1 und 2. Einfach nur Liebe, dieses Game. Das kommen so viele Erinnerungen hoch, könnt ihr euch nicht vorstellen, wirklich. So, und da habe ich jetzt auch die ganze, da habe ich auch die Spielerei voll. Also ich habe das DS-Game von LGS gegradet, Phantasy Star Zero. Ich habe das PlayStation 2, Phantasy Star Universe, gibt es auch für die Xbox. Einfach nur für die Sammlung. Einfach, damit ich die Sammlung voll habe. Und den ersten Phantasy Star Portable Teil für die PSP. Auch nur eine 80 Plus. Ist mir aber egal, weil ich wollte es einfach haben. Davon gibt es auch einen zweiten Teil. Den werde ich mir noch besorgen. Und Phantasy Star Nova für die PlayStation Vita kam in Deutschland nie raus. Gab es leider nur in Asien. Gibt es nur japanische Versionen von, leider. Und jetzt gibt es nur noch eins, glaube ich. Das allerletzte, das auch gleichzeitig das fast neueste. F-Zero GX für die GameCube. Das letzte F-Zero, was rauskam, in Deutsch ist es eine 85. Ja, das war meine Sammlung, Leute. Dann habe ich natürlich noch vieles, was nicht gegradet ist, viele Sachen, die noch weg müssen, viele Sachen, die gerade noch weg sind. Viele Sachen wie zum Beispiel, kann ich euch zeigen, wenn ich schon mal dabei bin, einen original verpackten Dreamcast-Controller. Original verpackt, nichts dran. Den müsste ich eigentlich auch mal zum Grading schicken. Oder einen original verpackten GameCube-Controller in Schwarz. Komplett original. Das sind so Sachen, die müssten eigentlich noch weg. Und wer bis jetzt noch dran geblieben ist, als Handvergleich, ne? Das ist ein Brocken, Leute. Die Treasure Box Attack on Titan für die PlayStation Vita, eine 85 Plus. Guck mal, wie groß ist das? Größer als mein Kopf. Das ist Liebe, Leute. Attack on Titan, wer den Anime nicht kennt, schämt euch.